Heute bastel ich mir ein elektromagnetischer Schutzkäfig. Und zwar aus folgendem Grund: Immer wenn ich meine Versuche mache, dann störe ich eigentlich sämtliche Radio- und Rundfunksender. Mag nicht viel sein, mag nicht wenig sein, ich weiß es nicht. Sind einige Watt, die da vielleicht durchgehen können, je nachdem, wie man gerade schaltet, immer wenn es so Funke gibt oder wenn Störfrequenzen sind. Und damit dann nicht irgendwann einmal der Messwagen da steht oder Flugzeug nicht mehr landen können, dann mache ich, wie gesagt, ein metallischer Käfig. Da reicht ein bisschen Metall, das ist ähnlich wie bei der Mikrowelle. Man nimmt so alte Metalltafeln, die montiert man ran, und zwar von oben, ganzer Kasten eigentlich drumherum. Und da kommen dann die elektromagnetischen Schaltungen rein, die dann von mir aus auch funkeln können, so viel sie wollen, das stört dann nicht mehr. Hinter habe ich Alublech genommen, was ich noch übrig hatte. Alu ist nicht ganz so gut wie Eisen, also Stahlblech. Stahlblech hat ja magnetischer Anteil, weichmagnetischer Anteil, da hält auch magnetische Felder mit auf. Mein Hinter war es ja nur ein Zinkgewebe mit einer, also das Alublech hält eigentlich die magnetische Strahlung nicht auf. Elektrische Strahlungen schon, sind immer elektromagnetische Strahlungen, von daher ist es dann auch isoliert. Trotzdem fühlt man sich dann natürlich besser. Auch das hier, wie gesagt, das sind zwei alte Blech, die ich gefunden habe beim Recyclinghof. Die mache ich ran und oben mache ich auch eine Schale ran. Und da kommt dann mein Hochspannungsfeld mit rein, das ich dann letztendlich gut durchtesten kann. Den Versuchsstand umgebaut, so dass jetzt meine Spule richtig angeschlossen ist, direkt an Netzstrom mit einem metallischen Käfig drum, so dass keine Störstrahlung austritt. Zur Gegenmessung habe ich immer mein Radio laufen. Dann weiß ich, ob ich Störungen verursache. So, und wenn ich jetzt hier Saft drauf tue, die Strom nach außen schalte, und dann Gas geben. Das sieht man jetzt das Ding. Da kann man auch richtig Gas geben. Aber jetzt sieht man auch schon, wie die Störung entsteht. Und zwar, sobald man richtig Strom drauflegt, sieht man die Kurzschlüsse entlang der Leitung. Nochmal im besseren Zustand einschalte, Spannung langsam hochdrehe. Dann entsteht irgend so ein Rauscher vorher schon, was irgendeine kleine Störung sein muss, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Jetzt drehen wir mal den Saft auf. Jetzt haben wir jetzt bei 12 Volt oder sowas, geht es richtig fett schon ab. Und das Hauptproblem ist, dass hier schon die Spule durch das Kurzschluss entsteht, wenn ich die Spannung zu weit setze. Mal gucken, abgeschaltet ist. Sieht man jetzt, wenn ich dann. Man hört auch dieses Brezeln schon, das ist irgendwo eine Fehlkurzschluss. Da sieht man leider den Kurzschluss, der auch schon in der Spule entsteht. Wenn ich jetzt also mehr Dampf drauf gebe, sieht man, dass da drin schon der Kurzschluss entsteht. Ja, das hat uns gefehlt.
weil jetzt quasi der Spannungsaufbau in der Spule so groß ist, auch da sieht man es auch. Also hier sieht man es gegen die, wie die einzelnen Drähte quasi schon quer reagieren. Das dürfte jetzt ungefähr 20.000 Volt sein, 30.000 Volt. Also müssen wir das jetzt ausmachen. Wir sehen, jetzt funktioniert noch. Wir sehen, jetzt das Ganze funktioniert noch und jetzt müssen wir bloß das Ganze eingießen in Kunstharz.